Herzlich willkommen zum Newsletter im April 2019 in der Passions- und Osterzeit. Einige Dinge will ich nennen, die ausführlicher dann im Newsletter beschrieben sind. Zunächst lade ich natürlich verständlicherweise ganz herzlich noch einmal und wieder zum Festtag von CIW ein am 4. Mai, was Sie da alles erwartet von der Verabschiedung des Bericht 2018 über einen zukunftsweisenden Vortrag bis zur Präsentation des Mission Statements erwartet Sie und euch ganz viele interessante Dinge. Alle Details unten im Text. Und wir urlauben auch gerne und bieten einen nächsten Kurzurlaub an für Business-Senioren, solche, die es werden wollen und schon sind ab 55 Jahren, Ende Mai in Holzhausen. Herzliche Einladung dazu. Seit dem letzten Newsletter ist neu, dass unser Mitarbeiter für Grafik und Kommunikation, Matthias Schmidt, zum 1. Mai neue berufliche Wege geht. Dazu auch mehr unten im Newsletter. Hier aber schon der Hinweis, dass wir uns freuen, wenn Sie die angehängte Stellenbeschreibung ausdrucken, weitergeben, andere darauf hinweisen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Zum Schluss. Ich bin ja neben meiner hauptamtlichen Arbeit bei CIW auch ehrenamtliches Mitglied des Stiftungsrates der Studie- und Lebensgemeinschaft Tabor in Marburg. Und als solcher freue ich mich, wenn Sie bei der Umfrage mitmachen, auf die ich im Text im Newsletter detailliert eingehe. Vielen Dank soweit für den Moment. Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Gebet, Ihre Unterstützung, bis sich unsere Wege wieder kreuzen.